Heute habe ich ein Paket von Lush bekommen, ein Halloween-Paket. Herzlichen Dank an Lush und ich zeige euch natürlich, was hier drinnen war und welche Halloween-Spezial-Lush-Produkte es zurzeit im Laden gibt. Als erstes kam mir echt ein wilder Duft entgegen, so richtig Patchouli, schwer, Lush-mäßig und ganz viel Glitzer. Ich glaube, das kommt von diesem Kürbis. Ich traue mich fast nicht, ihn anzugreifen, weil ich dann überall glitzern werde. Aber es hilft nichts. Ein kleiner Glitzerkürbis. Dabei handelt es sich um eine Bubble Bar. Wunder, wundervoll, also da glitzert und glänzt dann das ganze Bad und eben in so einer wundervollen Kürbisform. Auch super süß zum Verschenken. Ja, man glitzert halt überall, sobald man es anfasst. Als nächstes ist mir ein Duschgel in die Hände gesprungen, ein grünes, sieht aus irgendwie wie Flubber oder Slimy. Lord of Misrule und ich finde, das riecht mega gut. Kai will euch auch was zeigen. Das riecht echt total gut. Get down and earthy with this mischievous hair herbal blend. Schwarzer Pfeffer, Patchouli und Vanille. Das Vanille, ich liebe ja Vanille und Kokos und Vanille riecht man hier auf jeden Fall raus. Also das finde ich super gut. Dann war noch das hier, eine Badebombe drinnen. Das ist mit dem gleichen Geschmack Lord of Misrule. Und angeblich, wenn man sie auflöst, wird das so eine Wine Color. Oh no! Mein Sohn hat gerade den Kürbis gefunden. Ah, hier ist alles voll mit Glitzer. Naja. Oh oh! Und als letztes Produkt ist noch Nightwing Shower Jelly drinnen. Und dieses Nightwing Shower Jelly ist in so einer Fledermausform und Shower Jelly, oh no, ich nehme dir das weg. Nimmst du das? Shower Jelly habe ich persönlich noch nie benutzt. Das ist aber so, dass man es irgendwie rauspoppt, dann sich damit duscht und es dann wieder wieder reinmacht. Okay, also das ist irgendwie wie Leber. So sieht es aus. Ich glaube, das wäre jetzt nicht unbedingt ein Produkt für mich, aber es ist auf jeden Fall spooky, Halloween-mäßig. Boah, das riecht irgendwie nach Depomöl. Das ist mal ein Halloween-Video hier. Was ist denn da drinnen? Fresh Lime Juice, Aloe Vera. Also, ich finde, das riecht nach Teebaumöl. Und ja, zum Glück kann man sich das wieder abwaschen. Also, das ist, glaube ich, nicht so wirklich mein Fall. Der Kürbis auch nicht unbedingt, weil ich das hasse, wenn es überall glitzert, aber dieses Lord of Misrule riecht auf jeden Fall daran, weil ich dachte auch zuerst, grün spricht mich jetzt nicht wirklich an, aber wirklich durch diesen Vanilleduft ist es sehr angenehm und auch mein Freund meinte, er kann sich vorstellen, es zu benutzen, also es ist auf jeden Fall so ein Unisex-Produkt. Tja, okay. Spooky Hand. Ja, und das waren die Lush-Produkte, die es heuer Halloween 2015 gibt. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich sie vorab zugeschickt bekommen habe zum Testen. Ich hoffe, ihr freut euch auch, dass ich sie euch gezeigt habe. Und so viel zum Lush-Video. Ich werde mir jetzt das und den Glitzer runterwaschen und mich um Kai kümmern. Danke fürs Zusehen, liebe Birdies. Tschüss. Bye-bye. Als nächstes, na Kai, du, das geht, Schatzi. Oh.